Hallo ihr Lieben, hier ist die Sandra vom CUN-Team und ich möchte gerne ein Fallbeispiel aus meiner Praxis mit euch teilen. Und zwar geht es um eine 42-jährige Patientin und die kam zu mir in die Praxis mit einem Hörsturz auf der linken Seite. Sie erzählte mir, dass sich das Ohr sehr blockiert anfühlt, dass sie ein Echo hört und einen Tinnitus auf dieser Seite hat. Kurz bevor der Hörsturz passierte, war sie etwas erkältet und hatte sehr viel Stress auf der Arbeit. Außerdem erzählte sie mir auch, dass es inzwischen der dritte Hörsturz innerhalb von 10 Jahren war. Sie ging damit natürlich zum Arzt und bekam dort 3 Cortison-Infusionen. Die haben aber leider zu keinerlei Verbesserung beigetragen. So, was habe ich jetzt gemacht? Zunächst habe ich natürlich meine Diagnose erstellt. Und da habe ich den Dünndarmmeridian identifiziert, den Magenmeridian, den Sanjiao und den Gallenblasenmeridian. In Schritt 2 entschied ich mich dafür, eine globale Balance zu machen, einfach aus dem Grund, da der Hörsturz auch aufgrund von Stress und dieser Erkältung sicherlich passiert ist. Und ihr generelles Erscheinungsbild war sehr angespannt und sehr fest. Auch als ich ihren Puls fühlte, war der sehr fest und deswegen und sehr angespannt. Und deswegen habe ich mich für das Behandlungsmuster Julian Xiaoyang entschieden. Und bei diesem Behandlungsmuster weiß ich, dass alle Meridiane, die am Ohr vorhanden sind, bilateral ausgeglichen werden. Und genau, ne, der Lebermeridian gleicht den Dünndarm beispielsweise bilateral aus, gleicht den Gallenblasenmeridian kontralateral aus, Perikardmeridian gleicht den Magenmeridian bilateral aus und den Sanjiao kontralateral. So, die Punkte habe ich dann über die Projektion gewählt. Und zwar aus dem Grund, weil die Beschwerden ja doch sehr lokalisiert am Ohr waren. Und da habe ich zunächst mich für die große Abbildung entschieden, einfach aus dem Grund, weil ich da sehr präzise nach Aschepunkten suchen kann. Und dann habe ich angefangen, auf dem Lebermeridian zu nadeln, und zwar bei Dr. Tanz Leber 8 Areal bis Leber 7 Asche. Dann habe ich auf dem Gallenblasenmeridian, Gallenblase 34 bzw. Dr. Tanz Gallenblase 34 bis 34,5 Aschepunkte genadelt. Entlang des Perikardmeridians bin ich von Perikard 3 bis Perikard 3,5 entlang mit Aschepunkten. Und diese 3 Abbildungen hier, das ist die große Abbildung. Und die erlaubt mir eben sehr präzise zu sein, nach Aschepunkten zu suchen. Und auf dem Sanjiao-Meridian habe ich mich dann entschieden, eine kleinere Abbildung zu nehmen, um einfach auch noch etwas sensitiver sein zu können. Ne? Ihr wisst ja, die Punkte, wenn wir Richtung distal gehen, werden sensibler, sensitiver. Und da habe ich mir eine kleinere Abbildung ausgesucht. Und zwar bin ich von Sanjiao 3 bis Sanjiao 3,5 Asche habe ich genadelt. Und das ist sozusagen die kleine Kopf-Handabbildung bzw. die direkte Marionettenabbildung. So, außerdem habe ich natürlich noch Intang genadelt. Um die Patientin zu entspannen.
So. Und was ist dann passiert? Nach der Nadelung fühlte sie sich generell schon etwas entspannter. Und ich bat sie, 3 Tage später zur nächsten Behandlung zu kommen. Und da erzählte sie mir, dass sie sich insgesamt etwas entspannter fühlt, dass das Echo etwas besser ist, aber sie fühlte noch keine große Veränderung. Ich behielt das Behandlungskonzept aber trotzdem bei. Und sie kam dann 2 Tage später zur nächsten Behandlung und da erzählte sie mir, dass das Echo inzwischen fast weg war, dass das Hörvermögen wieder viel besser war und dass sich auch das Ohr nicht mehr so blockiert anfühlte. Sie erzählte mir auch, dass ihre Verdauung inzwischen viel aktiver war. Das Einzige, was sich nicht verändert hatte, war der Tinnitus. Da hörte sie ein tiefes Brummen. Sie kam dann nach 4 Tagen wieder zur Behandlung und erzählte mir dann, dass sie sich endlich wieder richtig gut fühlte, dass sie gut schlafen konnte und dass der Tinnitus kaum noch zu hören war. Dann bat ich sie, nach einer Woche nochmal zu kommen zur Behandlung und sie erzählte mir, dass der Hörtest beim Arzt auch wieder keinen Befund mehr ergab, dass das Hörvermögen wieder völlig zurückkam und dass es ihr insgesamt sehr gut geht. Ja, das war's. Ich hoffe, dass euch hier die kleine Präsentation gefallen hat und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Bis dahin, tschüss!